Mit gleich zwei Erfolgen kehrt der Spielmannszug Oberlichtenau von der Weltmeisterschaft aus dem niederländischen Kerkrade zurück. So konnte die Mannschaft im sogenannten Marsch- und Drillkontingent mit gut 92 von 100 Punkten Gold mit Auszeichnung erreichen. Damit stehen die Oberlichtenauer nun auf Platz 5 der Weltrangliste. Bei dem Wettbewerb der sogenannten Marsch Championship Division muss ein vorgegebener Parcours innerhalb zeitlicher Begrenzungen und der Präsentation verschiedener Marschelemente wie beispielsweise Schwenkungen absolviert werden. Eine weitere Auszeichnung erhielt Tambourmajor Daniel Mager. Der Führer des Spielmannszuges wurde am Sonntag zum Tambourmajor des Tages und gleichzeitig auch zum besten Tambourmajor der gesamten Weltmeisterschaft 2022 gekürt. Die WM der Spielmannszüge wird alle 4 Jahre in Kerkrade vom World Music Contest ausgetragen. Auch die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lücke gratuliert dem Spielmannszug auf den sozialen Medien zu diesem Erfolg.